hast ein neues Kifuda erhalten. Okay. Das Totenreich ist echt trostlos. Hm. Es würde mich auch wundern, wenn es anders wäre. Hörst du das? Klingt wie Wasser. Hm. Jetzt sind wir gleich unter Wasser. Ah ne, Krankenhaus. Okay. Zurück zu Mari. Ein Krankenhaus. Wir sehen uns in 6 Monaten wieder. Dann können wir schauen, wie es Ihnen beiden geht. Jemand ist Erinnerung, aber wessen? Okay, kann auch nichts drücken. Seine Eltern sind ja tot. Es ist ein Mädchen. Du wirst bald ein großer Bruder sein. Ah, Geburt von seiner Schwester wahrscheinlich. Da haben die Eltern noch gelebt. Ah, Kinderzimmer. Jetzt back to the past. Unsere Wohnung. Was für ein liebes Mädchen du bist. Räumst ganz alleine auf. Sind das meine Erinnerungen? Also dein Haus sollte dir ja bekannt vorkommen. Hoffe ich. Sind wir alles ein bisschen größer als die Nebenmission, die wir hatten in so Häusern? Größer und schöner auf jeden Fall. Kommt der große Bruder und verprügelt alle. Ah, oh, da gehen sie zur Schule. Was ist das? Die Grundschule, auf der wir waren. Wie süß. Baustelle. Und als Kinder haben wir auch gerne nachts auf einer Baustelle gespielt. Ja, ich sag doch. Ich treffe mich mit Freunden. Lol. Geh doch allein nach Hause. Meine Erinnerungen und Maris. Hm. Ah, die Grusel-U-Bahn. Warum? Wir haben uns nichts zu sagen. Oh. Okay, zerstritten irgendwann. Da war sie wahrscheinlich. Shopping Mall. Mari beim Shoppen. Und irgendwie
warte noch drauf, wann da dramatischer. Wenn der dramatische Plot-Twist kommt. Hier noch eine schöne Handtasche für die Hochzeit. Oder den Hochzeitstag. Mal die Schule. Oder zu Hause. Mama will nicht, dass du dir solche Sorgen machst. Mach einfach, wie du denkst. Okay, aufs Klo kann man nicht. Nein. Den Krankenwagen im Hintergrund. Oh je. Okay. Könnte vielleicht ein Doktor oder so sein? War sie da schon im Krankenhaus? Oder das waren die Eltern? Da ist auf jeden Fall ein Bild von ihr drauf. Ich glaube, man würde sich selber kein Bild von sich selber irgendwie hinstellen. Schätze ich. Mama ist einfach nur etwas wild, oder? Was denn sonst? Mal dich gleich den Teufel an. Sad. Das ist halt leere Bett. Keiner mehr da. Wieder rein ins Geschehen. Erstmal mal zu essen holen von irgendeiner sprechenden Katze. Okay, Mutter ist dann irgendwas gestorben. Ich hoffe, Marie hat das nicht geerbt. Und es hat irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht auch Krebs oder so. I don't know. Was wird ja nicht gesagt. Aber der Vater ist ja noch leben. Er gehört Mama. Oh, schade, kann ich nicht mehr mitnehmen. Sie noch Essen rumliegt. Zum Glück haben wir besseres Wetter. Ja, es ist lange her, dass wir etwas gefeiert haben. Warum? Nicht wegsehen, Akito. Was ist so lang? Okay, sie lebte noch. Soll uns nicht verlassen. Warum verlassen mich alle? Vielleicht haben wir ja mal im Waschsalon gejobbt oder so. Und im Supermarkt. Ja, kann vielleicht sein, so Minijobs. Die fröhliche Musik. Passt so gar nicht. Immerhin können wir noch Essen mitnehmen.
Der Friedhof. Mama und Papa sind jetzt wohl endlich wieder vereint. Ah, der Vater war vorher schon tot, okay. Ja. Oh Mann, wie traurig. Gemeinsame erste Wohnung. Ja, du hast recht. Wie viele Neuanfänge müssen wir noch durchmachen? Oh je. Wie weit geht es hier runter? Hab keine Angst, alles wird gut. Wann kommen wir unten an? Jetzt. Gott, ist da dunkel. Sieht ja erstmal ganz schön aus. Manchmal wünschte ich, wir würden unten aufschlagen, es wäre vorbei. Dann wären wir wenigstens wieder bei Mama und Papa. Hör auf. Wende dich nicht ab, Akito. Du wolltest wissen, was sie fühlt. Der Tower. Warum immer ich? In ganz Tokio. Auf der ganzen Welt. Warum falle ich immer tiefer? Wenn ich eh nur noch falle, kann ich auch springen. Ach, du fängst da lang, ne? Die Entwickler packen aber auch alles aus an Orten. Ich glaube, jetzt wird das nur noch düsterer. Es geht mir gut. Ich muss nur Mari finden. Ganz richtig. Du musst sie beschützen. Ja, ich laufe nicht mehr davon. In die Höhle. Das muss irgendwo hinführen. Deine Schwester. Bereit? Bereit. Ja.
wow. So eine Menge Seelen. Aber wir haben auch 140.000. Komm jetzt mit meiner Armee an Seelen. Sie wird auf jeden Fall nicht gesünder, wenn sie da rumliegt auf dem kalten Stein. Welch eine Schande. Keiner von euch weiß die Wunder der Reise zu schätzen, die eure Lieben erwartet. Ich bin hier, um mit Mari zu reden. Du wirst mich nicht aufhalten. Oh, und wie willst du das bewerkstelligen? Sie hat nichts mehr zu sagen. Hör auf! Oh, no. Das Tor zur Unterwelt wurde geöffnet. Das klingt nicht gut. Der letzte Schritt. Möge der Fluss der Zeit enden. Schubs ihn rein, Akito. Was geschieht hier? Blumen. Ist das ihr Werk? Nein! Die Zeremonie darf nicht unterbrochen werden! Ich möchte mich entschuldigen. Das weiß ich. Und das hat mich hier gehalten. Das war nicht deine Schuld. Ich wollte die hier holen. Oh, es hat gebrannt. Oh. Die Ehringe. Oh, shit. Sie sind alles, was uns von unseren Eltern geblieben ist. Ich konnte es nicht zurücklassen.
komm, ey, können wir den nicht einfach da wieder ins Loch reinschubsen, ey? Wir müssen erstmal trauern, Mann. Zwei Welten sind endlich verbunden. Wenn die Seelen der Menschen von ihren sterblichen Ketten befreit werden, werden sie gereinigt. Ich werde endlich mit meiner Familie wieder vereint. Wir werden im ewigen Paradies leben. Frei von Verlust und Schmerz! Ende zu machen, Akito. Ja. Das ist das Ende für dich. Oh, oh, ich hab kein Feuer mehr. Wer will mit so einem Arsch wie dir eins werden? Wo ist er hin? Boah, bist du eklig! Weg mit dir! Tornado! Soll bestimmt auf die Köpfe zielen, oder? Autsch! Ja! Nice! Ein von drei! Natürlich hast du deine Freunde mitgebracht. Er hat den Verstand verloren, als er mit dem verschmolzen ist. Mehr als erbärmlich. Da bist du ja wieder. Guck mal hier, Einklang. Bam. Ich weiß noch nicht, ob das was bei ihm bringt. Komm her, du hässliche Fee. Ah, nice. Feuer doch. Ja, damit. Lady, bitte nicht so nahe kommen. Also, eigentlich ist das gar nicht so schlimm. Es geht ums gemeinsame Leben und Lernen. Oder, Partner? Richtig. Genau. Monster! Du bist viel zu verblendet, um das zu verstehen! Shit. Oh, da hinten ist noch ein Gesicht drauf. Okay. Ja, zeig mir deinen Arsch! Oh, scheiße. So nah wollte ich ihn nicht sehen. Blocken. Ah, ich bin gesprungen, Mann. Okay, ich muss gleich mal was essen. Ja. Thank you.
einfach drauf. Mann, ich springe mal zu früh. So, her damit. Am Schrank. Weiß. Du Drecksack. Die ganzen Seelen, oder? Die Seelen waren hier gefangen. Gefangen? Soll das heißen? Genau. Sie wurden nur von ihren Körpern getrennt. Sie sollten jetzt wieder frei sein. Yay. 140.000 von 240.000. Bis auf Mari. Ah. Oder? Du noch retten. Bitte, bitte. Oh. Oh, die Eltern. Vater. Mutter. Immerhin sind die drei dann wieder vereint. Du bist am 10. Dezember gestorben. Und Mutter am 9. Juni. Ich hab's nicht vergessen. Ich konnte es. Ich kann es nicht vergessen. Niemals. Ich tue nicht mehr so, als würde es nicht wehtun. Ich werde weiterleben. Auch wenn ich mich schwach fühle. Dich also endlich deiner Familie öffnen. Hm? Und ich dachte schon, du würdest jetzt endlich mal die Klappe halten. Ich muss dich noch um etwas bitten. Und zwar? Sprich mit meiner Frau und meinem Jungen. Sag ihnen, ich habe nie aufgegeben. Keine Sekunde. Mach ich. Versprochen. Sorry, dass ich das von dir verlange. Ich würde es ja selbst machen. Aber ich werde langsam nicht. Warum muss das jetzt noch so traurig sein? KK! Lass dich noch ein Geist von dir Besitz ergreifen, hörst du? Die meisten sind nicht halb so charmant wie ich. Ah, du kannst uns jetzt nicht auch noch verlassen. Du verdrehst mir richtig den Kopf. Solltest mir dankbar sein. Der Nebel ist weg. Hm.
Robert Altman. Ah. Oh Mann, warum musst du dazu traurig sein? Ach. Ich hab so ein bisschen Wasser in den Augen, ey. Ich hoffe, dass meine Wimpern gleich nicht abfallen. Oh Mann. Ich wünsche, die Hauptmission wäre noch ein bisschen länger gegangen, ey. Die Level-Designs waren so nice. Aber hey, wir können auch ein paar Sachen finden. Schade, dass es schon vorbei ist. Zumindest von der Main Story. Ich glaube, jetzt müsste man noch ein paar Nebenstories, glaube ich, noch freischalten. Dieses nach dem Ende 1 bis 3 oder so, das werden wir gleich auch noch machen. Bis dahin muss ich erstmal meine Augen trocknen, ey. Ist das furchtbar. Kommt bestimmt ein zweiter Teil. Oh, das wäre cool. Ist nur die Frage, worüber sie es denn machen. Wollen sie nochmal alle Geister irgendwie retten? Oder dass irgend so ein komischer, wahnsinniger Typ die ganzen Geister da irgendwie rausholt? Weiß ich nicht. Ich glaube fast nicht. Aber jetzt ist ja, die Seelen wandern wieder in ihre Körper. Alles nimmt wieder so ihren Lauf. Sind wahrscheinlich eine Menge Leute auch gestorben. Mein Gott, stellt euch mal vor, ihr sitzt im Flugzeug plötzlich, zack, bumm, Pilot ist weg. Weil die Seele wird gerade weggefressen. Schwierig. Oder so im Straßenverkehr, da standen auch super viele Autos rum. Irgendwie so im Stau oder im Crash. Aber hat mir echt gut gefallen. Hätte von der Hauptmission, glaube ich, noch einen Tick länger gehen können. Ich glaube, die war gar nicht so lang. War nur sehr viel beschäftigt mit Nebenstories und Geister finden und Hunde streicheln. Aber heute, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Hat mir echt sehr, sehr gut gefallen, das Spiel. Hat echt Spaß gemacht. Außer von den Level-Designs von manchen Nebenstories, aber halt auch von der Hauptstory, waren es so gut gemacht. Richtig toll. Und die Musik war auch echt schön. Die wir gerade hören, haben wir auch schon die ganze Zeit gehört. Sehr atmosphärisch.
Achso, hat Spiels aber auch schon gespielt oder nur zugeguckt? Ich finde, man kann das definitiv auch noch selber nochmal spielen. Ich glaube, mittlerweile ist es auch nicht mehr so teuer wie am Anfang, obwohl der noch gar nicht so alt ist. Ich habe es schon häufiger mal im Sale gesehen, tatsächlich. Kann man sich auf jeden Fall mal holen, war echt sehr, sehr schön. Nur schade, dass es nur für die PS5 ist und für PC. Habe ich nämlich auch mit meiner besten Freundin drüber gesprochen, die ja eine PS4 hat und die hätte das Spiel gerne. Naja, ich meine mal so von der Optik her, ich weiß nicht, ob das die PS4 schafft, das war halt auch schon ziemlich nice gemacht alles. Finde ich aber trotzdem ein bisschen schade, dass man da halt nicht einfach runterregeln kann, so die ganzen Wasserpfützen und so ein bisschen schlechter vielleicht macht. Oder dass es halt nicht so spiegelt und so. Das wäre irgendwie noch cool gewesen, aber ja. Hoffen wir mal, dass das mit dem PS5-Verkauf langsam mal ein bisschen besser wird. Ich weiß gar nicht, wie der Stand momentan ist. Seitdem ich meine jetzt habe, gucke ich da nicht mehr so drauf. Ich glaube, es ist, glaube ich, immer noch sehr, sehr schwierig, eine zu kriegen. Ich fühle mich da auch sehr, sehr lucky, dass ich da diesen Einladungslink von Sony bekommen habe, um das direkt auf der Sony-Webseite zu kaufen. Sonst hätte ich das Spiel auch nicht spielen können, wahrscheinlich. Weil ich weiß nicht, ob mein PC das geschafft hätte. Wäre vielleicht, ja, ich weiß nicht. Wäre wahrscheinlich nicht so optisch schön, wahrscheinlich. Da müsste ich wahrscheinlich ein bisschen runterregeln. Woman B, Girl A. Ich weiß genau, wer gemeint ist. Vor allem Woman D. Hat mir sehr gut gefallen. Und Man E. English Cast. Okay, jetzt kommen die ganzen Casts noch. Kennt man da irgendwen von? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht bei den Deutschen. Hier, ich glaube, KK kam mir irgendwie sehr bekannt vor von der Stimme. Den kennt man bestimmt, den Synchronsprecher. Tokyo Tower. Production Babies, oh. Auch ein paar dabei. Hey, Fury Family Members. Nice. Voice of Nekomata, lol. Die Katzen haben sie auch eingesprochen. Witzig. Das muss auch lustig sein. Wenn man diese Monster oder diese Katzen irgendwie einsprechen muss als Synchronsprecher, stelle ich mir sehr witzig vor. So, eigentlich willst du eine richtig coole Rolle sprechen und dann so, ja, nee, du bist hier eine Katze, die irgendwelche Sachen verkauft, so. Auch cool. Epic Games. Nude Maker. Das ist ja ein interessanter Name. Nvidia. Jetzt geht's mit Phobia weiter. Ja, nach der Traurigkeit brauche ich erstmal ein bisschen Horror. Ich werde erstmal die neuen Nebenmissionen, die müssten jetzt, glaube ich, kommen, noch spielen. Ich glaube, die restlichen Sachen, die man auch so finden kann, werde ich wahrscheinlich privat machen. Weil mir macht das schon Spaß. Ich weiß nicht, wie spannend das so ist, dabei zuzugucken, wie ich von einem Ende zum anderen gehe und Geister einsammle. Obwohl ich das jetzt auch gefühlt 20 Stunden gemacht habe. Und dann mal schauen. Mal schauen. Oh, ich hab so einiges noch auf der Liste. Martha is Dead wollte ich eigentlich gerne noch spielen. Das hatte ich bei Gronkh gesehen. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Das habe ich auch schon installiert. Ich glaube aber auf der PS4. Da hinten liegt gerade noch Red Dead Redemption 2. Ich glaube, das werde ich jetzt erstmal nicht anfangen. Ich habe noch Witcher 3, was ich noch spielen muss. ich habe so einige Spiele hier noch rumliegen, die ich noch spielen müsste.
The Crowy werde ich auf jeden Fall noch weiterspielen. Dann muss ich das böse Ende noch machen. Das werde ich wahrscheinlich als nächstes streamen. Wo ich alle sterben lasse. Das wird witzig. Dann habe ich da hinten noch so ein Avengers-Spiel. Marvel Avengers. Mal gucken. Das muss ich mir mal angucken. Das hatte ich mir auch letztens gekauft. Assassin's Creed Origins müsste ich mal zu Ende spielen. Sehe ich da hinten gerade auch in meinem Schrank. Assassin's Creed Odyssey, glaube ich auch. Das habe ich noch nicht mal angefangen. Valhalla hätte ich auch gerne. Aber woher soll ich diese 5000 Stunden Spielzeit hernehmen, die ich für die Spiele brauche? Ich kann mir ja mal Phobia bei Steam mal markieren. Das kann ich mal eben machen, während die Credits noch durchlaufen. Mal schauen. Phobia. Oh, es gibt mehrere Phobia-Spiele. Ah, das ist wahrscheinlich das von 2022 gemeint, ne? Es gibt noch eins von 2018, aber das ist irgendwie größtenteils negativ bewertet. Wow. Obwohl das eigentlich ganz cool aussieht vom Grafikstil. Packe ich mir mal auf die Wunschliste. Wird das vielleicht auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du The Medium kennst? Daran erinnert mich das auch, weil da hatten wir auch einige Rätsel, irgendwelche Viecher, die einem hinterhergelaufen sind, aber da konnte man sich nicht so waffenmäßig wehren, sondern man musste sich halt verstecken und davonlaufen und halt gucken, wo die langlaufen und so und sich halt nicht treffen lassen oder finden lassen. Hatte ich auch mal gestreamt, ich glaube das letzte Jahr. Gibt's auch auf meinem YouTube-Kanal. Daran erinnert mich das, aber die Viecher sehen ja eklig aus. Oh nein, dann ist das auch noch mit Kamera und so oder Nachtsicht gewählt. Ah, bin mir unsicher, ob ich das spielen möchte. Die Viecher sehen ja echt eklig aus. Erkunde ein Grand Hotel. Die Unreal Engine lässt die Visuals erschreckend realistisch wirken, ja. Das möchte ich aber nicht. Belebe den Horror, erbeute Nachschub, während du fließt. Dich versteckst oder gegen die Monster kämpfst. Ah, okay. Hat auch mehrere Möglichkeiten. Scheint auch relativ positiv bewertet zu sein. Oh, und es gibt ja ein Headbobbing. Das gefällt hier irgendwem nicht. Das ist, glaube ich, auch so ein Ding, was man entweder mag oder nicht so mag. Wenn der Körper mal so mitwackelt beim Laufen. Erinnert mich schon so ein bisschen an The Medium. Da waren wir auch in so einem Haus drin, aber ich glaube, das war mehr so ein Ding, wo du, glaube ich, übernachtest. Also ja, auch ein Hotel, basically. Ja, wir haben nur ein anderes Wort dafür gesucht. Sieht aber interessant aus. Von Maximum Games. Wie sonst noch was rausgebracht? Oh ja, tatsächlich ein paar Sachen. Gott, die Musik ist auch spannend hier. Ansonsten habe ich gerade noch 122 andere Spiele auf meiner Steam-Wunschliste. Und die meisten davon sind Sachen, die erst noch rauskommen. Visage habe ich auch drin. Ist auch ein Horrorspiel, vielleicht sagt ihr das was. Sieht auch sehr interessant aus. Ich glaube, Pandoria hat er das gespielt. Ich weiß nicht, ob ich es bei ihr gesehen habe. Irgendwie kommt es mir bekannt vor. Aber an so manche Szenen kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall ist das auch unangenehm. Sehr unangenehm. Madison kommt jetzt bald raus. Am 8. Juli ist auch ein Horrorspiel.
Das war, also wenn man sich da den Trailer mal anguckt, auch sehr unangenehm, würde man behaupten. Ich weiß nicht, ob ich das selber spielen möchte, aber das sieht interessant aus. Ich weiß nur, dass Kapuzenwurm das spielen würde. Ich glaube, ich nahm ihn heute den dritten, ich glaube nächste Woche oder so, meinte er. Hat irgendwie letztens erzählt, wodurch ich halt auch das Spiel gesehen habe, dass es das gibt. Sieht auf jeden Fall auch gut aus. Also ja, wenn ich Bock habe auf Horror, habe ich auf jeden Fall einiges hier in meiner Liste. Zenmax IT. Sind mittlerweile bei den englischen Credits angekommen, glaube ich. Support Specialist 1 und 2. Das ist ja auch eine interessante Jobbeschreibung. Herzinfarkt vorprogrammiert bei Mattis? Definitiv ja. Ich glaube bei den anderen Spielen, die ich gerade genannt habe, auch. Ich glaube, das hat Horror so an sich. Klingt ein bisschen wie so ein Kinderlied. Zenimax Europe. Hey, ist in Europa angekommen. Gut, der Herzinfarkt, um das Leben zu spüren, genau. Oh, ich kann es auch überspringen. Möchte ich aber eigentlich gar nicht. Australia. Ich würde es gerne noch verschnellern. Ich habe immer die Hoffnung, dass nach den Credits noch was kommt. Ich glaube, das, weil ich immer gerne Marvel-Filme gucke und DC-Filme. Vielleicht kommt noch eine geheime After-Credit-Scene. Zenimax. Okay, Russland. Bald sind wir alle Länder durch. Benelux. Ah, die Musik ist auch cool. Ah, die Hoffnung stirbt immer zuletzt. Bin ja auch dabei, mein eigenes Spiel zu programmieren. Da werde ich das definitiv hinzufügen. Und alle, die das dann nicht sehen, Pech. Aber gut, meine Credits werden auch nicht so super lang, weil ich bin alleine. Also. Oder ich mache so einen 10 Minuten Blackscreen, der einfach nur runterscrollt. Das wird relativ easy sein, das zu entdecken, schätze ich. Hey, special thanks to our friends and families for their support. Ich glaube, wir sind am Ende. Woohoo! Stimmt, ich kann auch einfach mir irgendwelche Namen ausdenken. Das ist auch eine gute Idee. Was random Namen. Ich danke noch meiner Mutter. So richtig ausführliche, riesige, wie so Blog-Einträge irgendwie. Richtige Absätze erstmal. Ghostwire Tokyo. Ah, ich glaube, die Menschen leben wieder. Hört sich zumindest so an. Ich muss mir erstmal richtige Namen ausdenken für all meine Charaktere. Ich glaube, das wird schon Arbeit genug sein. Bindung, yay, dein Tsuchiguma Kifuda wurde zur Übertragungskette. Ja, okay, Ende. Dieser Gegenstand findest du in deinem Inventar, wenn du ein neues Spiel startest oder ein abgeschlossenes Spielstand lädst. Okay. Du hast die folgenden Musikstücke erhalten, sehr schön. Sehr schön in deinem Inventar, wenn du ein neues Spiel startest. Okay. Deine Outfits, Emotes, Kamerafilter, Musikstücke werden beim Start eines neuen Spiels übernommen. Nice. Möchtest du speichern?
Ich denke, ja. Okay. Jetzt kann ich einen neuen Spielstand laden. Kapitel 5. Ist nur die Frage. So ein neuer Spielstand zum Speichern halt, aber welchen nehme ich davon denn jetzt, um weiterzuspielen? Achso, gespeichert haben wir jetzt erstmal. Neuer Spielstand, ja, speichern, ja. Ich habe jetzt 5-mal gespeichert, zurück. Ah, okay, weiter. Gucken.